Guten Morgen, ich bin Life Coach Constanze Page und begrüße alle, die jetzt zuschauen und zuhören. Es ist ein wunderbarer Morgen und ich spreche Gottes Segen über jeden Einzelnen aus. Seid berührt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes von Kopf bis zum Fuß, dass seine Erfrischung, sein frisches Wasser durch euch läuft, dass ihr bedeckt seid vom Blut Jesu Christi, dass ihr neue Kraft bekommt durch sein Wort. Amen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Amen. Das waren die ersten zwei Verse von Psalm 23. Wir haben eine wunderbare Verheißung als Christen, als Gläubige, was Gott für uns tut, dass er uns durch dieses Leben führt mit Weisheit, mit Freundlichkeit, dass er uns nicht im Stich lässt, dass er immer bei uns ist und sich kümmert, wo auch immer wir etwas brauchen, ob es seelisch ist, geistlich, materiell. Gott ist bei uns. Darauf dürfen wir uns verlassen. Nun ist diese Beziehung aber keine einseitige Beziehung. Es ist nicht so, dass wir ewig Babys oder Kinder im Glauben bleiben auf unserem Wege und dass Gott auch nicht derjenige ist, der uns immer den Schnuller in den Mund steckt oder die Flasche reicht, wie das die Eltern mit ihren kleinen Kindern machen, sondern unser Herr, unser Gott erwartet auch, wenn wir den Weg mit ihm beschritten haben, dass wir im Glauben wachsen, dass wir nach der Glaubenskindheit Glaubensteenager werden und Glaubenserwachsene und natürlich auch Glaubenseltern, dann im fortgeschrittenen Glaubensweg, dass wir ein Mentor sein können für andere im Glauben und Glaubensälteste, die mit Weisheit und Überblick über das Leben der Menschen in der Gemeinde blicken und ein Wort der Ermutigung, der Korrektur haben. Ja, Gott ist ein guter Gott und Gott ist ein Gott der Ordnung in unserem Leben. Daher ist es auch wichtig, in den zwischenmenschlichen Beziehungen und Beziehungen der Gemeinde Ordnung zu haben, auch Hierarchien zu haben, nach der Erfahrung, dem Wissen, der Glaubenstiefe, Intensität der Einzelnen, sodass jeder richtig eingesetzt wird zur Ermutigung der Gemeinschaft, aber auch zur Grenzensetzung, dass keine Überschreitungen unserer Vorgaben durch die Heilige Schrift geschehen, dass vorab Prävention auch läuft, ob das im Umgang miteinander ist, im Umgang mit Finanzen, im Umgang von Nichtgläubigen, die wir ja auch lieben sollen wie uns selbst. Es ist wichtig, sich immer wieder auf das Wort zu fokussieren, selbst zu lesen, zu diskutieren. Es gibt dann so unterschiedliche Auslegungen, Meinungen, Erfahrungen, dass es wert ist, zusammenzukommen und darüber zu sprechen und voneinander zu profitieren und den anderen da stehen zu lassen, wo er ist. Um Wachstum gewähren zu lassen, die Selbstkorrektur auch gewähren zu lassen. Menschen, die das Wort hören, werden es unterschiedlich umsetzen, mit verschiedenen Fähigkeiten wird gehört. Es kann, wenn wir das Wort lesen, wenn wir im Umgang miteinander sind, kann dies auf einer emotionalen Ebene geschehen, aber auch auf einer analytischen
Ebene. Oder wir gehen auf die historische Ebene und vergleichen. Wie haben andere Gläubige ihre Schwächen überwunden? Wir können auch auf eine psychologische Ebene gehen, aber müssen uns das Wort des Herrn immer im Hinterkopf behalten, denn dort steht geschrieben, dass Satan kommt, um zu rauben, um zu töten, um zu vernichten. Wir müssen uns selbst kontrollieren, was vernichtet werden soll. Sind das Beziehungen? Sind es Gedanken? In welche Richtung werden meine Schritte gelenkt, meine Gedanken gelenkt durch mein Gegenüber? Bleibe ich da im Wort des Herrn? Passe ich mich einem weltlichen Standard an? Oder werde ich nach den Gesprächen mit meinen Mitmenschen, mit Professionellen, mit anderen Geistlichen, werde ich dann hinterher doch nochmal ins Gebet geführt? Führe ich mich selbst ins Gebet und bitte den Herrn, mir zu zeigen, was sein Wille ist? Oder verlasse ich mich auf das Wort des Nächsten? Es ist gesund, jeden Input, den wir bekommen, nochmal für uns selbst zu reflektieren und zu prüfen. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, um geistlich die Dinge zu prüfen und keine spontanen, zu schnellen Entscheidungen zu treffen, sondern im Gebet nochmal ihn zu konsultieren. Und wenn wir keine Bestätigung bekommen, dann lieber zu warten. Er trainiert uns in Geduld, weil er ja auch ein geduldiger Gott ist. Auf unserem Glaubensweg lernen wir Geduld. Es ist besser, Dinge nicht zu überstürzen, doch geduldig auf dem Lebensweg zu laufen und die Dinge, die sich bewährt haben, zu wiederholen, um ein gesichertes Leben zu haben und für die nächste Generation vorbereiten und uns auch um die ältere Generation dementsprechend zu widmen, denn da liegt ein großer Schatz der Weisheit, aber auch Bedarf der Ermutigung. Ja, ich preise meinen Herrn Jesus Christus. Ich bin Life Coach Constanze Page und ich spreche den Segen aus über alle meine Zuhörer. Wenn ihr oder wenn Sie Jesus Christus noch nicht kennen als Herrn und Retter, aber ihn gerne einladen möchten in ihr Herz, dann beten Sie einfach mit mir. Lieber Herr Jesus, komm du jetzt in mein Herz. Mach du Hausreinigung, Herr. Nehme raus, was da nicht reingehört. Ob es Verzweiflung ist oder Trauer, Herr, komm du. Und komm du mit deiner Freude durch den Heiligen Geist, mit deiner Liebe, mit der Fähigkeit, etwas auszuhalten. Ja, Langmut ist das Wort, Herr. Und mit der Fähigkeit, fröhlich in dir zu sein, durch deine Lieder, Herr. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen, weil in dir ist das Glück, der Segen, der Reichtum, die Liebe und der Sinn des Lebens verborgen. Mache meine krummen Wege gerade, erfrische meine Beziehungen zu den Mitmenschen und sei du immer dabei. Bewahre meine Worte, bevor ich etwas Falsches sage. Halte du deine Hand auf meinen Mund. Denn wir versündigen uns ja nicht durch das, was wir essen, sondern durch das, was wir sagen, Herr. Sei gnädig mit mir und lass mich einen frischen Start haben. Amen. Amen. Und Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.